Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, das Video ein Abo-Special. Ich habe es ja damals schon nicht geschafft. Diesmal probiere ich es mal hinzukriegen. Zu 7500 Abonnenten, Leute. Also, wir haben eigentlich zwei. Eigentlich haben wir zwei Jubiläen zu feiern. Wir haben einmal, dank euch, die 7500 Abonnenten geschafft. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Also echt Hammer. Also vor allem, das ging jetzt so elendig schnell am Ende, also wirklich richtig krass, cool, vielen, 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 vielen Dank dafür. 7500, ich habe mir mal überlegt, wie wir das vergleichen könnten. Das sind nämlich schon verdammt viele Leute und dachte immer so, Allianz Arena München, da haben ein paar 10.000 Platz, also da sind wir noch nicht dran, aber wenn wir jetzt mal auf eine Kreuzfahrt gehen möchten, wir alle, und wir würden uns jetzt eine AIDA buchen, ich habe mal einen Schummelzettel gemacht, wo ich auch die Tatsachen aufgeschrieben habe. Die Helios-Klasse, das größte AIDA-Schiff, hat 6500 Leute Platz. Wir hätten also auf dem größten AIDA-Schiff gar nicht Platz. Das wäre doof. Das heißt, wenn wir mal richtig Partei und Action auf dem Meer machen möchten, müssten wir uns zwei Hyperion-Klassen a 4000 Leute mieten von der AIDA-Flotte. Ja, das ist nicht mehr so cool, weil dann sind wir auf zwei Schiffe verteilt. Also eigentlich sind schon wieder viel zu viele Abonnenten. Deabonniert schnell oder so. Nee, und das zweite Jubiläum, was ich auch richtig krass feiere, 1 Million Views. Also ich habe 1 Million Views in Summe und ich habe 7500 Abonnenten Tendenz schnell steigend, was echt Daumen nach oben, Leute, richtig cool. Ich möchte euch in diesem Video ein bisschen auf FAQs eingehen und ich möchte in dem Video auch ein bisschen was über YouTube erzählen, ein bisschen was über mich erzählen, ein bisschen was über EHU erzählen. Also bleibt dran, vielleicht gefällt es euch. Warum ist eigentlich diese Abonnententhematik so wichtig? Grundsätzlich wäre es ja eigentlich egal. Ich meine, von den 7500 Abonnenten, wenn ich jetzt mal angucke, so ein richtig gutes Video von mir, gute Videos, also die von vielen Menschen geguckten Videos, sind 100.000 Mal angeklickt oder so. Und wenn ich jetzt ein neues Video rausgebe, wird es 1.000, 2.000 Mal geguckt. Also ich bin da eh weit weg von den Abonnenten. Also es guckt definitiv nicht jeder Abonnent das Video, das ich aktuell hochlade. Vor allem auch, weil diese Videos zum Teil nur 20-30% der Views von den Videos kommen effektiv von Abonnenten, die anderen sind nicht Abonnenten, nicht natürlich gewinnen muss. Also alle abonnieren drücken, weil ganz wichtig. Also warum wichtig? Also erkläre ich jetzt Abonnenten, eigentlich ist es völlig egal. Aber YouTube hat ein paar Features. Sei es, wie gut man in der Suche gefunden wird, sei es, man kann auf Events gehen, sei es irgendwelche anderen Dinge, irgendwelche Mitgliedschaften, die man da im YouTube-Kanal dann abschließen kann. Und das geht nur, wenn man genügend Abonnenten hat. Also die größte Hürde bei Anfängern, die YouTube anfangen, sind 100 Abonnenten, glaube ich. Ab 100 Abonnenten kann man nur mal als Beispiel benutzerdefinierte Thumbnails hochladen. Davor wird der Thumbnail aus dem Video zufällig rausgeschnitten. Also 100 Abonnenten ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ab 1000 Abonnenten kann man Channelnamen eingeben und ab 5000 Abonnenten konnte man auch irgendwas. Und 10.000 ist einfach eine coole Zahl, weil 10.000 ist cool. Was man, wenn man ganz hoch kommt, natürlich kennt, bei 100.000 Abonnenten kriegt man diesen silbernen YouTube-Button, den man sich dann an die Wand hängen kann und sich mega drüber freuen kann. Und ab 1 Million Abonnenten kriegt man einen goldenen und ab 10 Millionen Abonnenten, also ungefähr übernächstes Jahr, kriege ich dann den, ich glaube, diamantenen YouTube-Play-Button. Das ist ganz cool und ab 50 Millionen, ich glaube, PewDiePie hat ab 50 Millionen irgendwie so ein Rubinrot-Kristall-Teil-Dingens gekriegt. Also von dem her, deswegen sind Abonnenten so witzig, weil man mal einfach von YouTube dann auch ein Entgegenkommen kriegt und deswegen, also für mich persönlich wäre es sonst egal, aber man hat einfach mehr Features, so viel dazu. Ich gehe jetzt mal auf die FAQs ein, ich habe ja nach FAQs ausgerufen in der Community, ich habe, genau, zum Beispiel der Community-Tab in dem Channel von mir, dieser Community-Tab ist auch so eine Thematik, den kriegt man erst ab einer gewissen Abozahl freigeschaltet, wo ich quasi euch, also meiner Community, irgendwelche Neuigkeiten und so mitteilen kann. Und da habe ich nach FAQs ausgerufen und habe sehr, sehr allgemeine, also sehr, 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 sehr spezifische Fragen gekriegt. Zum Beispiel, kannst du eine Softstartschaltung für ein LKW-Licht bauen? Ja, kann ich grundsätzlich schon. Das sind Videovorschläge FAQ, deswegen gleich mein erster Punkt auf der FAQ-Liste hier. Was heißt FAQ? FAQ heißt Frequently Asked Question. Das sind häufig gefragte Fragen. Und ich habe jetzt mal ein paar aufgeschrieben, weil ich werde halt permanent die gleichen Dinge gefragt. Und deswegen gehe ich jetzt mal drauf ein.
Am Ende gibt es noch eine ganz, ganz tolle Lebensweisheit von Reinhold Messner, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran oder spult vor. Der erste FAQ-Punkt, was heißt FAQ, somit geklärt. Der zweite Punkt, den ich sehr häufig gefragt werde, was arbeitest du? Ja, IHAIO, tatsächlich, also seit 3 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile zu 100% selbstständig. Davor, also 2010 gegründet IHAIO, davor völlig nebendran, also neben meinem Hauptberuf, dann einen neuen Job gekriegt, dann wieder neben dem Hauptjob, neben den 40 Stunden in der Woche IHAIO gemacht, dann irgendwann gemerkt, puh, das ist doch ganz schön viel Arbeit, so eine eigene Firma, dann einen Halbtagsjob gemacht und nach einem Jahr im Halbtagsjob habe ich gemerkt, oh Gott, das wird immer noch mehr Arbeit. Und da bin ich halt auf eine reine Selbstständigkeit gegangen. Ist ein sehr vager Schritt gewesen, es waren natürlich Aufträge und so alles da. Und ich werde auch oft gefragt, wie das ist, selbstständig zu sein und so weiter. Die coolste Frage, die ich mal von jemandem gekriegt habe, ich weiß nicht mal, wer es war. Einmal hat mich jemand gefragt, das selbstständig sein muss ja total cool sein, weil dann kann ich ja jeden Tag bis 10 oder 11 ausschlafen und er wird es voll genießen, selbstständig zu sein. Ja, ist leider nicht. Also in der Regel bin ich halt um 7 oder spätestens 8 im Büro, von dem her. Genau, also IHAIO, ich baue quasi Platinen, ich baue elektronische Bausätze, ich biete in meinem Online-Shop an, den kennt ihr ja eh alle. Und da kann man eben Bausätze kaufen, ich biete auch Dienstleistungen an, Platinenentwicklung, dass ich eben für Firmen irgendwelche Platinen entwickle, kundenspezifische Thematiken. Ich mache ein bisschen Software, wenn es unbedingt sein muss, aber das wisst ihr ja von den Streams, dass ich ja der beste Softwareentwickler der Welt bin. Genau, somit wisst ihr jetzt, was ich arbeite. Und was in Streams ganz oft gefragt wird, die nächste Frage, hast du eigentlich irgendwas gelernt oder hast du eigentlich studiert, dass du dich da mit dem ganzen Zeug so gut auskennst? Tatsächlich. Also Mary hat ja im Stream gefragt, ob ich überhaupt jemals was schon mal gelernt habe. Tatsächlich schon. Also ich habe eine höhere technische Lehranstalt besucht für Maschinenbau. Ich habe irgendwie 7 Jahre Maschinenbau gemacht in Österreich und habe dann nach diesem Maschinenbau, nach der Diplomarbeit und so weiter in der Firma, wo ich die Diplomarbeit gemacht habe, arbeiten angefangen. Und das war dann in der Karlsruher Gegend oben. Also ich habe dann da in Karlsruhe oben, habe ich dann gearbeitet und da habe ich dann auch ein wenigerle studiert. Also ich habe dann in Karlsruhe, in der damals, wo ich angefangen habe, Berufsakademie, später raus, wo es dann fertig war, hieß es dann plötzlich Duale Hochschule Baden-Württemberg. Da habe ich studiert, also 3 Monate gearbeitet, 3 Monate studiert. Das ist so ein duales Studium, war ziemlich geil. Da habe ich E-Technik gemacht mit Ausbildungsschwerpunkten, deswegen mag ich ja Hochfrequenz so zum Beispiel auch ganz, ganz gern, mit Ausbildungsschwerpunkten Nachrichtentechniker. Wo ich auch gleich beim nächsten Punkt bin, Nachrichtentechniker, ja. Ich bin halt auch aufgrund dieser Ausbildung und so weiter auch Funkamateur. Werde ich ja auch ab und zu mal gefragt, ob ich Funkamateur bin. Tatsächlich, ja. Seit, ich glaube, mittlerweile 10 Jahren oder so, als Delta Kilo 1 Hotel Juliet on Air. Ab und zu. Aktuell quasi niemals QAV, also so gut wie nie. Genau. Wo kommst du eigentlich her, werde ich auch ganz oft gefragt, weil ich ja so einen komischen, undefinierbaren Dialekt habe und ich den auch nicht immer tuschen kann. Ich kann zwar sehr gut Hochdeutsch sprechen, wenn ich mich besonders arg konzentriere und niemanden in der Nähe habe, der auch Dialekt spricht. Sobald aber irgendwelche Dialektleute in der Nähe sind, also gerade hier jetzt im bayerischen Bereich, reden ja alle Dialekt, rutsche ich natürlich auch wieder so ein bisschen meine Wurzeln zurück. Und die kommen tatsächlich, wie ich es ja gerade vorhin schon gesagt habe mit der Ausbildung, die kommen tatsächlich aus Österreich, diese Wurzeln. Österreich, Schrägstrich Tirol, Schrägstrich Zillertal, und das kennen, glaube ich, die meisten. Manuel K. zum Beispiel kannte das Zillertal von den Zillertaler Schürzenjägern, die vielleicht von euch auch ein paar Leute kennen und so weiter. Also ich komme da aus dieser Gegend, wo es ganz toll viel Schnee hat, wo man wunderbar klettern, raften, Canyoning, Mountainbiken kann im Sommer, wo man im Winter wunderbar Skifahren, Snowboarden, ja, das war's, kann. Und von dem her gibt's mittlerweile auch dieses Jahr auch in Oberaudorf jetzt, wo eben der Firmenstandort, wo ich gerade auch sitze, gibt es endlich wieder richtig viel Schnee dieses Jahr. Also es ist echt toll. Auch Oberaudorf kann man Skifahren, tatsächlich. Es geht echt gut und man kann richtig toll rodeln, wo Matthias ja auch immer ganz fleißig dabei war, was die Thematik Rodeln anbelangt. So, dann werde ich immer gefragt, permanent, immer, ununterbrochen, was machst du mit deinem YouTube-Money? Das ist ja, du verdienst ja Milliarden über YouTube, was machst du damit eigentlich? Ja,
Nur damit ihr mal grob seht, also ich erkläre euch jetzt mal, was YouTube für Werbungsmöglichkeiten hat. Ihr guckt ja auch selber YouTube. Es kommen mittlerweile ein bis zwei Videos, Werbevideos vor dem YouTube-Video, wenn ihr was anguckt. Dann kommt gelegentlich in der Mitte drin noch ein Video. Dann kommt am Ende vielleicht noch ein Video. Ich glaube, ich muss anders schon machen. Davor, in der Mitte, am Ende. Und dann kommen noch ab und zu unten so kleine Pop-up-Dinger rein. Und rechts auf der Seite ist auch noch Werbung. So, diese Werbevideos vorneweg, die nerven mich wie, weiß nicht was. Es gibt für mich nichts Schlimmeres wie diese Werbevideos vorneweg. Deswegen habe ich die in der Regel, außer bei Livestreams, da habe ich sie, glaube ich, drin. Aber für meine ganz normalen Videos, außer YouTube hat es automatisch gemacht, habe ich die deaktiviert, weil mich die einfach tierisch nerven. Das wäre eine sehr große Einnahmequelle bei YouTube. Also damit würde man sehr viel Geld machen. Dann gibt es diese Mid-Roll-Anzeigen. Das sind diese Werbungen. Keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwas Spannendes, ich löte hier rum und dann. Oh, und jetzt schalten wir ein und gucken, ob es funktioniert. Bam, und in dem Moment schalte ich eine Mid-Roll-Werbung. Dann guckt sich jeder diese Werbung an, weil dann will man ja wissen, wie es weitergeht. Und jeder kennt mich und jeder weiß, es wird explodieren, aber jeder will wissen, dass es explodiert. Und deswegen guckt man sich die Werbung an, zur vollen Länge. Und das sind dann die, wo man am meisten Geld verdient. Und da müsst ihr mal aufpassen, Leute. Diese Werbungen kann man erst schalten, wenn ein Video über 10 Minuten lang ist bei YouTube. Und jetzt guckt mal bei den ganzen großen YouTubern rein. Die haben es ganz häufig, dass sie Videos länger wie 10 Minuten machen. 10 Minuten, 2 Sekunden, 10 Minuten, 3 Sekunden. Gerade damit sie eben noch diese Mittenwerbung reinschalten können. Mache ich auch nicht, interessiert mich nicht. Und Endwerbungen auch nicht. Die einzige Werbung, die ich schalte, sind die, die unten so rausploppen ab und zu mal mit dem X wegklicken kann und die, die rechts auf der Seite sind. Weil alle anderen Overlay, glaube ich, heißen die. Alle anderen nerven mich persönlich auch tierisch und deswegen will ich die auch nicht drin haben. Gerade, dass ihr mal was seht, ich blende euch mal zwei Bilder ein. In den letzten 28 Tagen hatte ich 45.000 Aufrufe auf meinen Videos, was echt erheblich ist. Also 45.000 Aufrufe ist für mich geil. Also für einen großen YouTuber wie Tanzverbot oder egal wen, der macht es an einem Tag oder einen halben Tag oder in einer Minute. Aber für mich ist es einfach geil. Ich finde es toll, dass ihr so oft draufklickt. Und da könnt ihr jetzt mal gucken. Im nächsten Bild sieht man, davon sind 6.700 nur monetarisiert. Was bedeutet das? Das bedeutet A, von diesen 45.000 Aufrufen habe ich vielleicht persönlich nicht bei allen eine Werbung geschalten. Ich habe auch Videos, wo ich gar keine Werbung geschalten habe, weil es mich einfach nervt und ich sage, ich will da gar keine Werbung drin haben. Sind vielleicht von diesen 45.000 20.000. Also bleiben 25.000 Aufrufe, wo eigentlich Werbung da sein sollte. Und davon kommen noch die Leute weg, die Adblock benutzen oder sowas. Oder vielleicht auch YouTube Premium benutzen kann auch sein. Da kriegt man auch keine Werbung. Also die zwei Methoden gibt es. Dann bleiben 6.700 übrig für Werbung. Und dafür habe ich jetzt, glaube ich, habe den Wert jetzt gar nicht aufgeschrieben, ich glaube $24 verdient. Oder 28, 24, ihr seht es im Bild. Habe ich jetzt damit verdient in den letzten 28 Tagen. Das heißt, man verdient so um einen Schnitt. Ich verdiene aktuell so 15 bis 20 € im Monat. Das heißt, ich kann davon zweimal eine Pizza bestellen. Nur so mal als Größenordnung, was man halt bei YouTube so verdient. Was allerdings sehr wichtig ist, ist die ganze Advertise-Geschichte. Das darf man bei den großen YouTubern auch nicht vergessen. Bibis Beauty Palace, die verkauft zum Beispiel ihren Duschschaum bei DM. Ich habe einen Amazon-Advertise-Link, ich habe einen Gearbest-Advertise-Link. Wenn ihr da irgendwas drüber kauft, zum Beispiel über einen Amazon-Link, kostet euch das nicht mehr. Aber ich kriege 2, 3, 4, 7 bis 10% Provision. Damit kriegt man halt nochmal so ein bisschen was noch mehr dazu. Muss man natürlich auch versteuern, muss man angeben und so weiter. Also minus 19% auf jeden Fall bei mir, minus, wenn ich es nicht ausgebe, Einkommensteuer. Und das darf man bei großen YouTubern nicht vergessen. Also wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, wieder eine Typ, ich will es mal gar nicht merken, der die Pizza gemacht hat, ne, diese Prosciutto, ich habe den noch nie angeguckt. Da verdient er halt damit seiner Pizza einen Haufen Geld. Oder wenn man halt T-Shirts verkauft oder Kaffeetassen oder so. So, das zu diesem großen Punkt. Dann ein wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger FAQ-Punkt, der mir auch wichtig ist, euch beizubringen, welchen Browser verwendest du da? Das werde ich gerade im Stream sehr oft gefragt. Der Browser, den ich verwende, heißt Vivaldi. Vivaldi, ich verlinke alles unten, was ich erzähle. Und dieser Vivaldi ist ein sehr genialer Browser. Ich verwende, seit ich PCs verwende, Opera. Und Opera wurde irgendwann richtig schlecht. Also der wurde unbedienbar, der Browser.
Und Firefox wurde unbedienbar, konnte ich nicht mehr benutzen. Und ich benutze also Dinge wie, ich brauche links runter eine Bookmark-Leiste, wo ich meine Seiten aufmache. Ich möchte gerne diese Mausgesten verwenden, damit ich schnell vor und zurück kann, schnell eine Seite schließen kann, schnell einen neuen Tab aufmachen kann. Und das ging früher bei Opera alles. Nachdem sie Opera auf Chromium umgestellt haben, ging es nicht mehr. Dann haben die Entwickler von Opera gesagt, bockt uns nicht mehr, wir machen einen neuen Browser und haben dann Vivaldi gegründet. Und ich finde ihn einfach genial. Ich bin auch Ambassador, also Botschafter für Vivaldi mittlerweile, weil ich einfach die Botschaft von Vivaldi auch wahnsinnig gern verbreiten möchte, weil entsprechend der ein paar Vorteile hat. Guckt es euch einfach an. Der ist sehr sicher, der hat einfach ein paar coole Features. Guckt es euch an. So, und nun zum letzten Punkt, den ich auch sehr häufig gefragt werde. Ist das Bausätzepacken nicht langweilig? So, ich habe ja studiert und dann sagen die Leute immer, jetzt hast du studiert und jetzt setzt du dich dahin und packst Tüten ein oder wie? Ja, mache ich tatsächlich und es macht mir richtig Spaß. Ich mache das richtig gern, muss ich gestehen, weil wenn ich so den ganzen Tag irgendeine Hightech-Platine, Vierlagen, Hochfrequenz, was auch immer entwickle, macht es richtig Spaß, sich abends mal 2, 3 Stunden einfach hinzusetzen und ganz entspannt meditativ ein paar Bauteile in die Tüte reinzupacken. Es ist richtig entspannend meditativ. Und ich kann da jeden verstehen, der in Heimarbeit irgendwie Kugelschreiber zusammenschraubt oder so. Es macht definitiv Spaß, sowas kann ich verstehen. Und dazu jetzt, wie vorher am Anfang des Videos schon mal angekündigt, der kurze Exkurs zu einer Geschichte, die ich mal gehört habe. Und weil er halt voller Lebensweisheiten strotzt und einfach ein toller Mann ist, geht es natürlich bei dieser Lebensweisheit um Reinhold Messner. Und zwar ich habe früher sehr viel geklettert, eine Kletterkollegin von mir, die eine Jugendfreundin von Reinhold Messner war, hat mir mal erzählt, dass sie mit dem Reinhold in den Dolomiten klettern war. Ich weiß nicht wo. Ich glaube, es war die Dolomiten. Also ich weiß jetzt nicht, welche Tour und so. Und dann hat der Reinhold da gesagt, ja, jetzt such da mal eine Tour aus, die wir da jetzt hochklettern. Ich hänge dir die Haken ein, dann kannst du hinterher klettern. Und dann sagt sie, ja, sie würde gern die Tour da gehen. Und dann geht der Reinhold halt zum Felsen hin und schmunzelt so vor sich hin. Und dann sagt die so, ja, was schmunzelst du denn jetzt so? Und da meint er nur, ja, ich hätte jetzt jede Tour eingehängt, jede Schwierigkeit, die du haben hättest möchten, die du gerne gehabt hättest. Ich hätte dir alles eingehängt, ich wäre dir alles vorgestiegen. Aber du hast ausgerechnet diese Tour ausgesucht, die, keine Ahnung, Alpina 3er, 4er, ich weiß es nicht mehr, also eine sehr einfache Tour, die ausgesucht. Und auch das, und das ist auch meine Lieblingstour, hat er damals zu ihr gesagt. Und das war für mich so eine Lebensgrundlage, die ich eigentlich jetzt permanent auch durchziehe. Man muss auch an den einfachen Dingen echt einfach Spaß haben. Man muss nicht immer das Schwerste machen und das Komplizierteste machen. Man kann auch bei den einfachen Dingen Spaß haben. Ja, und das hoffe ich, vermittle ich euch auch so ein bisschen mit meinen Bausätzen. Ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen Motivation geben, mit den einfachen Dingen des Lebens Spaß zu haben. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bleibt dabei. Es gibt jede Woche aktuell ein neues Video und wieder Livestreams. Also bis dann. Ciao.